So, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, gucken wir mal, was sozusagen hier die Forschungsfläche so machen. Staut sich, ja, so langsam staut sich es hier zurück, so ein bisschen. Wir könnten mehr goldene und mehr lilane gebrauchen. Gucken wir mal, woran es scheitert. Route klar. Jetzt haben wir auch nur von Reserven. Bei dem brauche ich nicht gucken. Outrangen die mich gerade? Oder was ist da los? Muss ich mal ganz kurz gucken. Obwohl, was heißt gucken? Mach die weg. Ich trotzdem mal hochgucken. Interessant. Ach nee, von links schießen sie drauf. Schießen sie drauf. Sehr gut. Nämlich echt geoutranged. Das ist ja. Uff. Kann schön weiter produzieren. Also hier die von den Dienern zu erhöhen ist gar kein Problem. Ich weiß, da kommen die Rohstoffe überhaupt nicht hinterher. Das ist aber auch in Ordnung. Machen wir es mal einfach. Dass das hier mit dem Auto passt, das wundert mich ja. Naja. So, das hätten wir. Blaue. Da fehlt es eigentlich auch nur an der Geschwindigkeit. Ne, überhaupt nicht. Es wird bloß nicht so viel angefordert, dass die Kisten voll sind. Okay. Machen wir hier einfach mal ein bisschen mehr. Von euch könnte es mehr geben. Wie viel haben wir davon? Sehr viele. Auch sehr viele. Nichts. Bauen wir da ein bisschen was von hier hin. Anforderungskisten hin. Und dann werden wir mal hier auch hart eskalieren. Ich weiß jetzt schon, dass das nicht vom Kupfer hinhauen wird. Überhaupt nicht. Aber egal. 600 Kupfer, 300 Stahl, 5, 600 Plastik. Tschüss Kupfer, war nett mit dir.
Modernisieren wir hier mal ein bisschen das Band. Könnte ziemlich wichtig werden. So, wir haben hier auch mehr als genügend Kupfererz. Diese 10% haben echt gut nochmal was rausholen können. Und wenn wir erstmal die Produktivitätsmodule 3 haben, könnte das alles hier noch sehr viel größer werden. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das denn noch hier mache. Mama, ich werde das jetzt hier noch mal ein bisschen aufdrehen. Aber sonst großartig viel. Würde ich hier nicht verändern. Wie viel steht jetzt hier still? Hier gar nichts. Und hier auch nicht. Das scheint also schon zu reichen. Die paar mehr. Gut, dann passt das. Dann muss ich hier nicht mehr hingucken. Für die Stromerzeugung war das übrigens auch nochmal sehr wichtig. Oh je, Mini. Jetzt haben die hier zum ersten Mal genug. Und dann würde ich sagen, sollten wir die auch nochmal verdreifachen oder so. Dann sollte das schon mal eher hinkommen mit dem Zeug, was wir brauchen. Das geht ja leider so nicht. Nee, falsch. Euch wollten wir. Außer Reichweite was. Gut, mehr Forschung. Raketen. Und danach natürlich der ganze Quatsch. Dann können wir uns schon mal um die Raketensteuereinheiten kümmern. Brauchen Geschwindigkeitsmodule 1 und was war das? Eine Prozessoreinheit? Das ist ja schnell gemacht. So. Brauchen wir mal die Requests und natürlich hier auch deutlich mehr. Ich verstehe nicht, wenn man das so niedrig lässt. Also eigentlich könnten die Kisten fast voll gefüllt werden. Da hat man ordentlich Reserve. Naja,
Klar ist das jetzt ein bisschen viel, aber dann müssen wir da nachher nicht erweitern. Dann müssen wir nur Rohstoffe immer nachschaufeln. Allgemein wird das richtig hier nochmal Rohstoffe ziehen. Hier stellen wir dann die guten Geschwindigkeitsmodule her. Anforderungskisten. Und die Kisten sind ja wie immer begrenzt schon. So. 200 und 200. Drohnennetz hat damit auch keine Probleme. Bloß Aufladestellen könnte es ein bisschen schwierig werden. Da sind wir auch dabei, ein bisschen nachzulegen. Ja, Kupfervorrat geht natürlich runter. Goldene sind immer noch viel zu wenig. Mehr ist genug, mehr ist genug. Immer noch zu wenig. Tja, aber unsere Kupferproduktion kriegt eh nicht mehr gebacken. Jetzt kann ich mir das nur schwer vorstellen. Kiste leert sich doch bestimmt. Oh nee. Okay. Wir können auch ein paar mehr anfordern. So ist ja nicht. Tschüss, Drohnen. Ich glaube, ich erhole mal das Limit. Machen wir mal eine lustige 6 daraus. Ihr hier macht euch mal nicht so breit, allgemein. Na komm. Ja, zu wenig Aufladestationen ist natürlich auch immer ein Problem. Energieverbrauch ist in Ordnung. Na, jetzt kriegen sie die Kiste leer. Sehr gut. Erweiterte Schaltkreise. Erweiterte Schaltkreise fehlt uns auch. Eigentlich müssten wir das jetzt noch mal hier verdoppeln. Wenn nicht sogar. Könnten wir eigentlich mal verdoppeln.
Ursprünglich war es so. Dann könnte es so rum hinpassen. Nein, lasst mich raus. So. Dann mal schauen. Brauchen definitiv mehr Kupfer demnächst. Es muss einmal voll laufen, dann ist schon mal ein gutes Stück weniger. Und Kupferverbrauch, aber es muss ja erstmal voll laufen. Kann ich jetzt mal bitte mehr als 4 auf einmal herstellen? Das ist ja zum Weinen. Danke. Logistiksystem kommt es noch nicht ganz damit klar. Ja? So, damit habe ich endlich einmal ein paar Roboterhangare. Das ist jetzt auch so weit vollgelaufen und produziert somit. Wenn ich jetzt mal die Produktionsstatistik gucke auf eine Minute, verbrauchen wir deutlich mehr Kupfer als wir herstellen. Das ist erstmal auch nicht so schlimm. Die Forschung kann ja gut vorangehen. So. Wir brauchen ordentlich Zeug. Prozessoren, Elektromotoren.
Elektromotoren, wo kriege ich euch noch mal her? Hier. So, das hätten wir. Beton. Haben wir. Rohre. Haben wir. Prozessoren. Ebenfalls nur noch Stahl. Oh, ein bisschen zu wenig Stahl. So, dann bauen wir schon mal so einen Kumpel hier. Wo setzen wir dich hin? Am besten einfach mal hier so. Machen wir mal drei Anforderungskisten, wenn ich sie finden würde. Oder habe ich keine mehr? Ich hatte keine. Sehr gut. Wir fordern einmal dich an. Einmal dich. Und geringe Dichte. Von jenen zu 300. So, und bevor ich da anfange, irgendwas reinzuschmeißen. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, ich habe da schon mal in die Kiste reingeguckt gehabt. Hier. Die werden wir jetzt umbasteln lassen. So, am besten hier mit der Kiste dazwischen. Als ein Puffer. Den Rest fordern wir natürlich an. Ihr wisst bestimmt, was ich möchte. So. Anforderung. Dich nicht. Dich und dich. So, und als Ausgang kriegt ihr natürlich Stahlkisten. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er da den Forschungsfortschritt gespeichert hat. Zwischenzeit kann ich mir eigentlich schon mal eine Fabrik bereitstellen. Oder eine Clusterfabrik sozusagen. Die mir dann was Hübsches anfordern wird. Ja, und selbst das hat er gespeichert. Wir brauchen nämlich die besseren Fabriken definitiv. Und dann geht das nämlich alles sehr viel schneller.
Geschwindigkeitsmodule 1 müssten ja eigentlich. Hergestellt werden, aber anscheinend nicht genügend. Klar, weil die Routen fehlen ohne Ende. Auf 10 Minuten Route. Könnten deutlich mehr als 1000. Also im Prinzip sind die ersten, die hier erweitert werden, natürlich die roten Fabriken, die die roten Schaltkreise herstellen, so rum. Naja, wenn ich mir die Folgenlänge angucke, sehen wir das erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.